S. Wagners im Jagdschloss Graupa. Wagner für Kinder aus dem Kulturpotpourri der Wagneriade ist nicht nur große Oper für Kleine, sondern auch von Kleinen gemacht. Im Februar lag der gruselige Geisterkapitän Fliegender Holländer vor Anker. Die Fäden hatte Moderatorin Norma Strunden in der Hand. Man schöpft in der Inszenierung für Kinder aus dem Fundus der Fantasie und den unendlichen Möglichkeiten, Richard Wagners Oper mit Klavier und Solisten so zu erzählen, dass auch der Nachwuchs etwas für sich entdeckt. Die Opernwelt ist sehr bunt und sehr vielfältig und sehr abwechslungsreich, erlebnisreich. Und das ist der Ansatz, uns Kindern zuzuwenden. Wir haben ein Format entwickelt, das etwa eine Stunde geht und das in einfacher, kindgerechter Form die Funktionen des Orchesters, die Funktionen der einzelnen Akteure vorstellt und was vor allem die Kinder auch animiert, an geeigneter Stelle mitzumachen. Die Kinder, sie sind nicht also nur Publikum, sondern sie sind auch ein Teil von der Geschichte und das macht es natürlich bunter und interessanter. Am 20. Mai müssen Wagners Tristan und Isolde, das wohl berühmteste Liebespaar der Operngeschichte, lieben und leiden. Kinder des Pirnaer Hortes Schlaufüchse hörten schon mal hinein. Schlüsselmomente und die besonders berauschenden Musikstücke, darauf kommt es an. Das junge Projekt Wagner für Kinder wurde dafür aber auch schon mit viel Begeisterung seines Publikums belohnt. Wir geben sehr viel Mühe, wir wollen das Beste und bis jetzt waren die alle zufrieden und begeistert, die Kinder. Märchenhaftes und elementare Gefühle wie Liebe und Hass, Wagners Themen. Selbst die Kleinsten können damit schon etwas anfangen. Mit etwas Glück und Zeit echot Wagners Musik irgendwann in der eigenen Seele. Wir Erwachsene sind vorbelastet. Die Kinder sind da ganz offen und die begeben sich in die Musik, die begeben sich in die Handlung, in die Aktionen. Die sind begeistert von den Kostümen und die sind natürlich immer begeistert, wenn sie selbst etwas mit tun können. Und ich sehe auch im Publikum die Kinder, die mitmachen, dass es Familien gibt, die immer wieder kommen. Die machen gerne mit und halten mal eine Fahne oder gehen im Lohengrin im Hochzeitsmarsch mit als Brautmädchen. Die Pirnaer Schlaufüchse haben schon einmal die kleinen Wimpelchen gebastelt, die ihre Altersgenossen bei der Premiere von Tristan und Isolde feierlich schwenken können. Die findet am 20. Mai um 15 Uhr im Jagdschloss Graupa statt.